Ah, jetzt haut er wieder ab. Nein, ich brauch dich doch. Kann ich da ran? Ja, eigentlich schon. So ist gut. Jetzt warten wir, bis wir oben sind. Und dann können wir endlich bei Terry shoppen gehen und so richtig viel mitnehmen. Mit all dem, was wir jetzt an Rubinen haben, ist es kein Problem. So, Terry, wir sind da. Und das hier ist eine überaus praktische Zusatzgeldbörse. Damit kannst du 300 Rubine mehr tragen. Ist das nicht großartig? Du willst sie doch bestimmt, oder? Für eine 100 Rubine gehört sie dir. Natürlich. Dankeschön. Wir haben die Zusatzgeldbörse für 300 Rubine. Sehr gut, dann können wir jetzt nämlich 900 Rubine bei uns tragen. Das wird eine ganze Zeit reichen. Oh, vielen Dank. Das gibt mir Kraft, noch fester in die Pedale zu treten. So, dann haben wir das Teil noch. Mit dieser Zusatztasche kannst du ein Item mehr bei dir tragen. Damit werden deine Reisen um ein Vielfaches angenehmer. Was sagst du dazu? Sie kostet nur 300 Rubine. Auch das nehmen wir mit. Tada, jetzt haben wir wieder Platz für weitere Gegenstände. Diesen Kauf wirst du nicht bereuen. So, dann haben wir noch eine Skarabäus-Medaille und einen Herzcontainer. Den kann ich mir aber, glaube ich, nicht leisten. Der kostet, glaube ich, auch nochmal so um die 1000. Das ist im Moment nicht mit drin. Wir werden auch mal bei ihm nächtigen. Warum, werdet ihr irgendwann sehen. Jetzt aktuell noch nicht. So, danke, Terry. Das war lieb von dir. Jetzt gucken wir nochmal in den Bazar rein, nehmen dort noch einiges mit. Und anschließend werden wir uns noch um die Tafel kümmern, dass die dann auch den nächsten Weg freischaltet. Wunderbar. Rein in den Bazar. Was gibt's denn hier Schönes? Er hat eine schöne Bombentasche. Er hat auch die Möglichkeit, noch mehr Dekokerne mit reinzupacken. Ich glaube, das nehme ich mal. Ah, ihr interessiert euch also für eine kleine Dekotasche. Wenn ihr dieses Item in eurer Tasche habt, könnt ihr 10 Dekokerne mehr tragen. Ah, wie überaus praktisch. Das macht 100 Rubine, der Herr. Das ist garantiert der Vorfahre des Maskenhändlers. Mit ihr kannst du 10 weitere Dekokerne bei dir tragen. Ah, vielen Dank, vielen werten Dank, werter Herr. Es ist mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ich verstaue das Item in eurer Tasche, werter Herr. Einige Items müsst ihr erst ausrüsten. Drückt hierfür Y und Minus und alles, was ihr habt. Ja, mache ich. Ich könnte im Prinzip noch so eine Tasche kaufen, aber das will ich nicht. Wie wär's mit einer größeren Bombentasche? Ihr interessiert euch also für eine kleine Bombentasche. Wie schön, wenn ihr dieses Item in eurer Tasche habt, könnt ihr 5 Bomben mehr tragen. Das macht 150 Rubine, der Herr. Kann ich mir nicht leisten. Nee. Ja, aber das macht doch nichts, werter Herr. Schaut euch doch einfach einen anderen Artikel aus dem Sortiment an. Oder auch nicht. Danke, tschüss. Können wir vielleicht irgendwas verbessern? Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann hier deine Items verbessern und dein Schild reparieren. Also, wo soll ich die Schrauben ansetzen? Ich will auf jeden Fall was verbessern. Irgendwann müssen wir mal. Alles klar, das sind die Items, die ich für dich verbessern kann. So, wir könnten tatsächlich sogar die kleine Tasche zu 20 Kernen ausweiten. Aber das Problem ist, dass wir dafür noch weitere Monsterklauen brauchen und weitere Schmuckschädel. Schade. Wie sieht's aus mit dem Schild? Das könnten wir verbessern für 50 Rubine. Dann hätten wir ein hartes Schild, das würde mehr aushalten. Und ich könnte es auch wirklich mal zur Abwehr einsetzen. Ich meine, schlecht ist es nicht. Ansonsten hätten wir auch dieses Schild noch, selbst das könnten wir noch verbessern. Aktuell haben wir alles dafür, dann hätten wir ein besseres Holzschild. Würde sich auf jeden Fall sehr gut für die nächste Welt eignen. Hierfür brauchen wir noch den Finsterhalbmond. Den haben wir nicht, wir haben schon alle Bernsteinhalbmonde und wir haben noch ein bisschen Glibber übrig. Aber das reicht noch nicht. Und auch den großen Kescher können wir irgendwann haben, wenn wir Wüstengras, Äonenblumen und Schattenkristalle sammeln würden. Gut zu wissen. Gut, dann machen wir erstmal das Holzschild besser. Jawohl, aber vergiss nicht, eine Verbesserung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Nee, kein Problem. Alles klar, dann lege ich mal los. So, ich bin fertig. Hier, das gehört dir. Sehr schön. Du hast ein Hartenholzschild erhalten. Er ist immer noch leicht zu handhaben, erhält aber mehr aus als sein Vorgänger. Sag mir Bescheid, wenn ich noch ein anderes Item für dich verbessern soll.
Können wir das auch noch verbessern? Nein, dafür brauchen wir ja noch weitere Monsterklauen, die haben wir aktuell nicht mehr. Und die restlichen Items müssen wir noch verbessern und sammeln. Oh, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne, ich bin doch für dich da, mein Kleiner. Guck mal, diese Truhe können wir noch nicht öffnen. Gebieter Bisu, diese Schatztruhe hat die Göttin einst für den auserwählten Helden hier hinterlassen. Ich vermute, dass die Energie der Artefakte der Göttin die Schatztruhen öffnen kann. Sende die Artefakte der Göttin aus dem Erdland zum Himmel und ihre Energie wird die Truhen öffnen. So kannst du an ihren Inhalt gelangen. Na gut. Ja, man könnte es ja im Prinzip rückgängig machen, um dann vielleicht auch, ich sag mal, die Items wieder zu erlangen. Es ist ja schade, solche Items kriegt man ja extrem selten, teilweise nur aus Truhen oder mit den Truhen dann hauptsächlich. Und insofern ist es schon ganz praktisch, wenn man sowas auch rückgängig machen könnte. Aber darauf können wir uns nicht verlassen. Die Möglichkeit besteht nicht. So, wir gehen hoch zu unserer Statue. Nicht zu dieser, sondern der, die die Tafel inne hat. Zu der Statue der Göttin. Moin Gruß, alles gut bei dir? Der wundert sich auch nicht, ne, dass wir wieder da sind, ohne Zelda, hier so rumspazieren und fröhlich sind. Ach ja, sie sucht ja immer noch Cookie, Kiki, Kuku, keine Ahnung. Auf jeden Fall sucht sie irgendwas. Und wir wollten sie eigentlich dabei unterstützen. Ja gut, das machen wir alles noch, keine Sorge. Aber erstmal kümmere ich mich jetzt um die Tafel und den nächsten Weg in Richtung Erdboden. Gebieter, ich stelle fest, dass sich in südwestlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Es führt dich an einen anderen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Deswegen haben wir jetzt ein anderes Schild, ein besseres Schild. Das werden wir gleich mal ausrüsten. Es ist jetzt auch stärker, hält auch mehr aus und vor allem ist es gegen Elektrizität wesentlich effektiver als ein Eisenschild. Und deswegen nehme ich es mit. Juti, ich würde sagen, wir haben soweit alles. Fehlt uns noch irgendetwas? Eigentlich nicht. Wir können schon wieder mit unserem Vogel los. So ist gut. Bisher fehlen uns auch noch einige Flaschen, die wir ins Inventar packen können. Und natürlich müssen wir auch unsere Abenteuertasche noch weiter ausbauen. Bevor wir jetzt durch den Stein fliegen, muss ich einmal gucken, wohin. Am besten hinter den roten Eingang, sodass wir dann an die Sachen kommen, die wir bisher schon mit den Steinen freigeschaltet haben. Perfekt. So läuft's doch. Und gleich sind wir an diesem Ort. Ich weiß noch nicht, was er zu bedeuten hat, wer dort wohnt. Aber wir sind da. Klatsch. Und liegen auf dem Boden. So muss es sein, so ist es fein. Was haben wir hier? Eine Truhe. Die Truhe haben wir freigeschaltet. Durch den Erdboden. Und wir bekommen einen goldenen Rubin. Er ist 300 Rubine wert. Aber behalte das lieber für dich. Sehr nice. 375 Rubine haben wir damit wieder. Bis zu 900 können wir verstauen. Das heißt, es ist noch Platz für weitere Rubine. Na, wen haben wir denn hier? Hallo? Oh, du bist's, Bisu. Ich bekomme hier nur selten Besuch. Wo ist hier? Dies hier ist mein kleines Geheimnis, Refugium, in dem ich meine Schwertkunst trainiere. Einst war ich bekannt als Model von Wolkenhort. Doch durch den ganzen Stress und meine Tochter habe ich ein paar Pfunde zugelegt. Deshalb trainiere ich täglich hier. Bambus zu schneiden hält nämlich wunderbar fit. Wie sieht's aus, Bisu? Lust auf etwas Training? Klar. Das wollte ich hören. Also dann mal los. Warte, einen Moment. Ich glaube, ich habe etwas vergessen. Hm, richtig. Jetzt weiß ich's wieder. Du musst einfach nur dieses Bambus in kleine Stücke schneiden. Wollen wir doch mal sehen, wie viele du schaffst, bevor der Bambus umfällt.
Je mehr Stücke du schneidest, umso höher ist die Chance auf einen tollen Preis. Also, was meinst du? 10 Rubine pro Versuch? Also gut, ich will von dir blitzschnelle Hiebe sehen. In Ordnung? War das gut? Sachte, mein Junge, du kannst wieder durchatmen. Du hast den Bambus 24 Mal geteilt. Du bist wirklich talentiert, eine beeindruckende Leistung und eine tolle Schwertführung. Hier, das hast du dir redlich verdient. Ein Monsterhorn. Oha. Cool, das hatten wir bisher noch nicht. Beim nächsten Mal will ich mindestens 28 fliegen sehen. Falls du Lust hast, Bambus zu kürzen, schau bei mir vorbei. Komm, einmal machen wir noch. Die 28 schaffe ich doch wohl. Gut, Rekord liegt bei 24. Puh. Nein! Was ist das denn? Der ist ja umgefallen. Sagte mein Junge, du kannst wieder durchatmen. 6-mal geteilt. Verdammt! Der Bambusfäller sollte jedoch schon ein etwas längeres Schwert haben. Glaub mir, damit macht die Sache noch viel mehr Spaß. Komm einfach wieder vorbei, wenn du ein längeres Schwert hast, ja? Falls du Lust hast, Bambus zu kürzen, schau jederzeit bei mir vorbei. Es gibt längere Schwerter als das hier. Ich kann mein Schwert wechseln? Ist nicht euer Ernst. Wie gesagt, ich kenne das Spiel noch nicht komplett. Ich habe noch nicht alles gespielt. Und insofern freue ich mich natürlich auch, neue Dinge dazu zu lernen. Ja, cool. Gut, das nächste, was wir besuchen werden, jetzt muss ich einmal kurz so zentrieren, ist das hier. Da müssen wir jetzt einmal rüber. Die Insel ist gleich da vorne, da brauchen wir gar keinen großartigen Beschleuniger hier. Das müsste auch so klappen. Und da ist sie, da müssen wir ran. Wir gehen mal nach oben, sicher, sicher. Nicht, dass oben nachher die Kiste ist und unten ist nichts. Sieht gut aus. Klatsch. Die Landung ist echt die beste. Zu nice. Und wir haben einen silbernen Rubin mit 100 Rubine Wert gefunden. Fühlt sich gut an, nicht wahr? Absolut. Dankeschön. So, wieder weg von der Insel. Wir kommen irgendwann wieder. Und wir müssen noch weiter nach hinten, diesmal dorthin. Und da können wir einfach mal diesen, das Ding da benutzen. Da ist es schon. Den Beschleuniger. So nenne ich ihn jetzt einfach mal, ist einfacher. Er geht auch hier durch. Sehr interessant. Wow, jetzt bin ich vorbeigedüst. War doch die Insel, oder? Ja, das war sie. Verdammt, das ging aber fix. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber auch hier springen wir natürlich oben ab. Klatsch. Zu nice. So, dann gucken wir mal rein in die Unterlagen, wollte ich gerade sagen. Wir gucken rein in die Höhle. Dafür brauchen wir unsere Bomben und natürlich ist es wieder nicht zentriert hier. Ich will dich nicht rufen, geh weg. So, die brauche ich. Oh, ich bin gespannt. Da müsste eigentlich die Kiste hinter sein. Und vor allem, was sich dort drin befindet. Wir kommen an die Kiste nicht ran. Also muss es irgendwo anders noch eine Kiste geben. Gehen wir mal hier runter. Wie, hier gibt's nichts. Okay, ich sehe, dass da unten eine Höhle ist, in die wir rein können. Aber dafür müssen wir wahrscheinlich einmal rum irgendwie. Die Frage ist, auf welche Weise?
Vielleicht kann ich da mit meinem Vogel reinfliegen, aber das glaube ich gar nicht mal. Ja, wenn ich doch jetzt Zuschauer hätte, die mir Tipps geben könnten. Verdammt. Nee, da komme ich so nicht ran. Wieso stürze ich einfach ab? Warum kann ich nicht einfach meinen Vogel rufen? Verdammt noch eins. Komm mal her, Vogel. Wir müssen einen anderen Weg suchen. Ich weiß immer noch nicht seinen Namen. Er ist einfach Vogel. Und klatsch. Dann gehen wir eben hinten runter. Da wird es noch eine andere Möglichkeit geben, oder? Ja, sieht gut aus. Ja, hier kommen rein. Perfekt. Das heißt, die Höhle in die Luft zu sprengen, war eigentlich völlig umsonst. Egal, wir haben eine goldene Münze. Du hast die Schatzmedaille erhalten. Trägst du sie bei dir, wirst du häufiger als sonst auf Schätze stoßen. Nimm sie mit, wenn du auf Schatzsuche gehst. Ja, sehr nice. Und dadurch, dass unsere Abenteuertasche jetzt erweitert wurde, können wir sie auch die ganze Zeit bei uns tragen. Ist das geil oder ist das geil? Das finde ich richtig nice. Gut, dann können wir uns hier verabschieden und zur letzten Insel gehen. Eine Insel ist noch übrig, die wir besuchen müssen, bevor wir wirklich alles geschafft haben und in das nächste Gebiet rein können. Wir fliegen mal nach oben, denn ich will den Teleporter nutzen, wollte ich gerade sagen, den Beschleuniger. Schwuppdiwupp, aus die Maus. Wir müssen, glaube ich, da vorne hin, ne? Ja, da müssen wir hin. Okay, setzen wir einfach mal ein Signal. Gut, wir sind auf dem Weg. Guck mal, ob hier noch irgendwelche Beschleuniger in der Nähe sind. Sieht schlecht aus, ne? Aber das da vorne, das könnte einer sein. Auf geht's, wir schaffen das. Wir haben schon so viel erreicht heute. Wir haben heute den Feuertempel fertig gemacht. Wir haben sehr, sehr viele Schatztruhen gesammelt. Und können im Prinzip schon in das nächste Gebiet. Ja, das war doch ein schöner Flug, oder? Eigentlich fliegt sich das richtig angenehm, wenn man erstmal weiß, wie es funktioniert. Und hier kommen wir zum nächsten Beschleuniger und dann sind wir auch schon fast da. Da unten, da muss es sein. Oh nee, da oben. Okay. Beinahe daneben geflogen. Ja, das kommt, weil der Marker nach unten gesetzt wurde. Aber immerhin, wir haben es geschafft. Wir sind da. Klatsch. Oh, das war knapp. Aber wir haben die Truhe freigeschaltet. Immerhin. Komm schon, gib sie mir. Du hast eine kleine Dekotasche gefunden und wieder können wir 10 weitere Dekokerne mit uns tragen. Ist das nice. Gut, Vögelchen, komm, wir müssen gleich weiter. Wir gehen gleich mal in das gelbe Gebiet, nämlich das Sandgebiet, wo wir uns dann im nächsten Part rumtreiben werden. Ich hoffe, du bist bereit, Vogel. Geht los jetzt hier. Ich nenne dich einfach Zimt. Weil ich bin Bisu, du bist Zimt, dann sind wir gemeinsam Bisu-Zimt. Er ist mein Zimtvogel. Aber wie sollte ich denn Epona nennen? Zimtpona? Epo-Zimt? Ach, was weiß ich. Rein geht's, rein ins Vergnügen und rein ins nächste Gebiet. Wir sind da. Gebieter Bisu, ich habe dir etwas zu berichten. Wir sind nun in der Ranelmine angekommen. Ranelmine.
Seit Hunderten von Jahren wird diese Gegend nach und nach zu einer Wüste. Oh Gott, oben bei dem Vulkan Eldin ist noch so viel zu erkunden und auch im Wald von Firone oder Fyrone. Und jetzt sind wir gerade mal bei der Ranel-Mine. Ich schätze, dass Zelda hierher gekommen und bereits vorausgeeilt ist. So sieht's aus, meine Lieben. Und wir gehen speichern. Das war für uns der heutige Part. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Den Stein nehmen wir schon mal mit. Dann kriegen wir wieder einen weiteren Schatz. Sehr nice. Ich soll nach Zelda suchen, das machen wir gleich. Dankeschön. Ich liebe Steine. Insbesondere, wenn sie mir gehören. So, jetzt habe ich nach Zelda gesucht. Ganz toll. Und da ist eine Speicherstatue. Damit sehen wir uns am nächsten Part wieder. Dann geht's weiter mit der Wüste Ranel bzw. der Mine von Ranel. Und vielen Dank fürs Ansehen. Bis zum nächsten Part. Bis gleich.